das erste Qualifying war ganz gut. Der Christian lag bis 2 Minuten vor Schluss vorne. In der letzten Runde hatte er leider mit dem Überholvorgang Probleme. Kollege hat ihn nicht vorbeigelassen, dadurch hat er 6 Zehntel eingebüßt. Ansonsten hätten wir Pole gehabt, so ist er auf Platz 2. Aber er ist jung, muss er kämpfen, muss sehen, dass er nach vorne kommt. Unser Plan ist ganz klar, den Platz zumindest zu verteidigen. Wir sind von der Leistung her gerade jetzt vorne in der Startaufstellung ein bisschen benachteiligt. Der Turbo wird ein bisschen schneller sein beim Anzug, die Corvette. Um uns rum, die Porsche sind ein bisschen knackiger vom Anzug. Unser Ziel ist ganz klar Podium. Das haben wir gestern gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Und da wollen wir mal schauen, was am Ende vom Tage dabei rauskommt.
Der Start war ein bisschen, ja gut, der Hans Bent war beim Start ganz klar schneller, ist an mir vorbei. In der ersten Runde ist er ein Stückchen weggezogen, ich bin dann immer näher gekommen, bin dann Ausgangs-Mercedes-Arena an ihm vorbei. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich ganz klar ein super Rennen, absolut keine Probleme, super schnelle Rundenzeiten, alles top gelaufen. Gut, vom Pokal sind schon wieder reich von Dieter Müller. Und der Ehrensieger ist passiert, jetzt die höchste Bundesrepublik Deutschland.